Mahlzeit, hallo und willkommen zurück bei Larry 5. Wir sind wie versprochen wieder zurück bei unserem kleinen weißen Helden in Polyester. Wir sind hier in Atlantic City gelandet, haben in der letzten Folge ein Penny, ein Vierteldollar, wie auch immer man es nennen möchte, uns hier ergaunern können anhand des einarmigen Banditen. Und jetzt versuchen wir mal, meine Theorie in die Praxis umzusetzen, indem wir das gefundene Geld nutzen und ein Telefonat führen, in der Hoffnung, dass wir da ein Taxi finden. Oh, diese Kamera. So, dann kannst du stehen bleiben. Dies, jenes. Etwas? Haha! Oh nein! Du änderst deine Meinung und hängst auf. Oh, ich habe mein Geld aber behalten. Das ist gut. Super, aber wie kriege ich denn jetzt raus, um Himmels Willen? Wie ich ein Taxi kriege? Ist draußen vielleicht eine Nummer? Nee. Aber sowas von überhaupt nicht. Scheiße. Du erwartest... Was erwartest du? Achso, Entschuldigen Sie, Miss, könnten Sie mir helfen? Junge, ich bin mit jemandem, der mir einen Lebensstand... Ja, super. Du kannst die Tür nicht öffnen, okay? Versuch mal einfach unser Glück. Ach so, ich hab doch... Was will ich hier? Ich muss doch noch eine Karte kaufen. Versuchen wir einfach mal unser Glück am Automaten. Zurzeit keine Bordkarten verfügbar. Bitte versuchen Sie es in einer anderen Stadt. Bitte was? Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Ja, lass mich doch mal raus. Hallo. Oh nee. Herrgott. Gehen, Larry. Ja, ich komme ja auch nicht runter vom Bordstein und hier ist Feierabend. Oh, Kacke, ey, das kann doch jetzt nicht sein. Das fühlt sich genau wie der Wagen an. Kacke. Das kann doch nicht sein. Was übersehe ich denn jetzt hier? Die boxen sich da hinten schon wieder und ich muss es mir angucken. Das kann doch nicht sein. Es interessiert mich nicht. Was haben wir denn hier? Batterie-Ladegerät stecke ich in jede 20 Ampere eingesteckt. Die meisten Batterien innerhalb einer Minute. Das sind die Akten. Wo ist sie? Louisiana. Bla bla bla. Treffpunkte. Strandpromenade. Treffpunkte, die... Okay. Karte von Doc Pullen. Kann Doc sie flicken? Nee, aber Doc Pullen ist mit dem Himmel. 169 Lover Rocker Drive Miami. Oh nein. Ich hätte da hinfliegen sollen. Kann das sein? Unser Motto. Denn hier habe ich keinerlei Informationen, wo ich zum Beispiel anrufen könnte. Hard Disk Kaffee Serviette. Wenn der Computer... Mögen Sie... New York... Die Aerodoc Inflight Magazin, eine gute Idee. Ich nehme das mit, im Falle es kein Papier, Papier auf der Toilette hat. Ein Papier, natürlich. Einige Münzen, du warst schon immer ein 2-Bit-Spieler. Okay. Das ist Miami, Florida. Atlantic City, hier. Besuchen Sie das wunderschöne Trump Casino an der wunderschönen Trump Strandpromenade vor dem luxuriösen Trump Hotel in der Nähe des palastartigen Trump übergroßen Minigolfgeländes direkt an der schmutzigen Trump Beach 777, ja super.
Also das mit Trump-Strandpromenade, das ist dann sie. Aber hier steht auch keinerlei Telefonnummer. Und ich hoffe, ihr hört jetzt nicht meinem Waschmaschinen im Hintergrund. Ja, da ist auch nichts. Das leere Videokassette, da haben wir auch nichts von. Ja, super. Das heißt, Kacke. 554, Moment, das muss ich mir aufschreiben. Oh, hoppla. Rufen wir einfach mal da an. Ich denke mal nicht, dass uns das was bringt, weil wir sind in Atlantic City. Aber nein, nein, nein. Das. 554-3627. Draußen kriegen wir keine Bordkarte. Fliegen können wir auch nicht mehr. Was ist das denn für eine Kacke hier? 554-3627. Es tut uns leid, Ihre Telefonnummer ist ungültig. Bitte hängen Sie auf und versuchen Sie es noch einmal. Wenn Sie Probleme haben, hängen Sie bitte auf und rufen Ihre Vermittlung. Also, ja. Sie haben die Auskunft für die nähere Umgebung von Atlantic City nicht Trump-verseucht gewählt. Es tut uns leid, aber wir können im Moment nicht ans Telefon kommen. Wir sind momentan beschäftigt. Ja, Beschäftigtes am Füttern der einarmigen Banditen. Wir versichern Ihnen, dass Ihr Anruf wichtig ist. Nur für uns ist er nicht wichtig. Die anderen Telefone sind kaputt. Was soll denn was geben, Larry? Du musst nichts geben. Was? Ah, super. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich habe absolut keine Ahnung. Lassen Sie mich in Ruhe damit, Sie Trottel, schreit Jerry. Was immer Sie haben, ich will es nicht. Oh Mann, es ist doch nicht wahr. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Absolutely. No idea. Du schätzt die historische Korrektheit eines Aschenbecher-Simulators an einem öffentlichen Gebäude. Ah. Ja, Aerodoc hat zum Ausschmücken dieses Wartesaals keinen Ausgang. Ah. Ja, nur geh doch weiter. Tja. Diese Tür ist nicht nur verschlossen, sie hat nicht einmal eine Türklinke. Freunde, ich überlege mir was. Wenn ich was gefunden habe, melde ich mich wieder. Bis gleich. Willkommen in Atlantic City, wo Träume wahr werden. Denken Sie daran, wetten Sie Ihr Limit, aber limitieren Sie Ihre Wette. Bankrott, kein Glück. Beim Spielen all Ihr Geld verloren. Suchen Sie eine Person, die Sie aus dem Ganzen herauszieht. Dann hängen Sie hier nicht herum und wir werden auch nicht auf Ihrem Bildschirm rumhängen. Versuchen Sie auf Ihrer nächsten Reise T-Wahl, Ihre Women's Airline, vervollständige weibliche Besatzung, nur männliche Flight. Das ist super. Wo fördert die Moral, Morality, Zensur und schleichenden Faschismus ins Land, dem Heiliger, als du Wochenblatt kein liberaler Verschub, eine unerhörte Beteiligung, keine öffentliche. Ach du Scheiße. Für die beste Fahrt, die Sie je haben werden, rufen Sie uns sofort an. Wir zeigen Ihnen unsere exklatante Rückseite. Trump Limo Service 5534468. Hallo und willkommen zurück. Ehrlicher Noahs Chick Einlöseservice. Der schnelle Weg, wenn Sie all Ihr Bargeld verspielt haben. Tut uns leid, keine Chicks von Zweit- oder Drittpersonen Banken. Ja, ich habe mir einfach hier oben mal die ganzen Anzeigen angeguckt, weil ich einfach nur noch verzweifelt rumgeklickt habe und dann tatsächlich hier die Nummer des Taxiunternehmens gefunden habe. Oh, dieses Spiel. Aber es ist genau das, was ich gesucht habe. Jetzt können wir telefonieren. 5534468 war das, glaube ich. Wir danken Ihnen, dass Sie US-Sprint gewählt haben. Guten Tag, Trump-Limousine steht zu Ihren Diensten. Guten Tag, Mr. Trump. Antwortest du falscherweise?
Heißt es nicht fälschlicherweise? Ich bin am Flughafen und benötige eine Transportmöglichkeit in die Stadt. In Ordnung, Sir, antwortet er. Ich sende Ihnen sofort eines unserer besten Mädchen rüber. Wieso Mädchen? Und er hängt den Hörer ein. Wieso Mädchen? Ich brauche eine Limousine. Auch Auto genannt. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt, was uns erwartet. Oh, die gleiche Limo. Egal. Es ist wahrscheinlich auch der gleiche Fahrer. Es ist der gleiche Fahrer. Aber hey, jetzt sitzen wir auch hier drin. Und guck mal, hier die Flasche ist weg. Die haben wir ja schon mit Patty genommen. Es ist wahrscheinlich der gleiche Limo-Service. Du klopfst an die Scheibe, aber es antwortet niemand. Was? Muss ich jetzt... Bin beide... Achso, ja, hier, Telefon. Es tut uns leid, Sir. Bobby, genau. Tönt die Fahrerstimme durch das Intercom. Aber mein Funktelefon funktioniert in dieser Gegend nicht. Wahrscheinlich zu viele Interferenzen oder so. Nebenbei gesagt, ich bin sicher, dass Sie gar keine Erlaubnis zur Benutzung von Funktelefonen haben. Verdammt, du wolltest doch schon immer ein solches Telefon probieren. Ja, super. Hey, Baby, ja. Okay, Moment, was habe ich? Moment, was war das denn jetzt? War das das hier? Nein, war das... Nein, das ist unsere Karte. Ach, das war das. Trump Beach, genau. Dann nehmen wir doch mal das und zeigen es ihm. Da will ich hin. Das Trump Casino, sagt Bobby. Das ist ein großartiger Ort, wenn man das Spielen liebt. Okay. Jetzt weiß ich ja, was das Spiel von mir will. Man muss hier bei diesen alten Larry-Spielen immer erst wissen, wie das Spiel will, dass man es spielt. Und dann kommt man eigentlich recht gut damit klar. 10 Jahre später. Sir, wir sind... Wer kann denn so schnell lesen? Ach du liebe Zeit. Trump Casino. Es ist unheimlich irgendwie jetzt zu wissen. Ich meine, das wusste... Er fährt sogar weg. Die wussten halt damals noch nicht, dass Trump irgendwann mal was ganz Großes wird für die USA. Aber es ist schon lustig. So, Al sagt, jetzt wäre ein guter Moment, um das Spiel zu sichern, Larry. Okay. Okay, gucken wir uns um. Trumps Casino ist ein perfektes Beispiel des Architekturstils von Walter Flopius. Trumps Casino stellt gescheiterweise einen Türsteher zur Verfügung, der dir auch bei deinen Reiseplänen weiterhilft, solange du nach der Limousine pfeifst. Okay. Trumps Casino ist ein... Was ist das? Trumps Casino ist ein... Okay. Die Strandpromenade führt in Richtung Osten. Sie ist so lang, dass du das Ende kaum sehen kannst. Okay, gehen wir hin. Würde ich sagen. Weil da finden wir bestimmt die netten Damen. Ach du Scheiße. Wir haben auch wieder Musik im Spiel. Diese Bude erinnert dich an The Shack, deinem Lieblingshangout während der Schulzeit. Der salzige Dock Saloon ist an der genau gleichen Stelle gebaut, wo früher der alte Pfefferdock Saloon stand, der vor Jahren während des großen Trump-Strandpromenadenfeuers von 06 abgebrannt ist. Du wunderst dich, was sie wohl im Love Shack verkaufen. Du wunderst dich? Okay. Stützen sind bei allen Touristen, die in Atlantic City noch gehen können, sehr beliebt. Carlos Escobar arbeitet in diesem Taco-Stand, seit er seinen Bus ruiniert hat, weil er jemanden auf dem Gehsteig nachgestarrt hat. Auch nicht schlecht. Eine lange Reihe von Parkbänken ist zum Vergnügen der Besucher direkt am Rand der Promenade aufgestellt. Es gibt nicht viel anzusehen. Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter. Ich hoffe, wie gesagt, auch wieder, ihr hört meine Waschmaschine jetzt nicht. Irgendwann muss doch hier auch mal Strand kommen. Oder auch nicht. Noch mehr Läden. Wow, in diesem Geschäft kannst du für lumpige 25 Cent Filme sehen. Was für ein Angebot. Wenn du Unterhaltung suchst, wirst du sie sicher dort finden. Wenn du Unterhaltung suchst... Dieses Haus wurde vor vielen Jahren gebaut. Damals stand noch nicht einmal die Trump-Strandpromenade. Diese Bude erinnert es so. Oh! Das ist ja witzig.
Gut, Rollerschwein führt eine kurze, für dich aber wichtige Unterhaltung mit dir. Rollerschwein. warte. Das fühlt sich genau wie Rollerschwein an. Okay. Wir haben Rollerschwein gefunden. Boah. Hört das auch hier irgendwann mal auf? Du hast seit Jahren keine Miniatur-Autorennenbahn mehr gesehen. Ah, ein Schild auf der Fronttüre sagt Hemd, keine Schuhe, keine Bedienung. Ist klar. Oh, Mama Mia. Oh Leute, wie lange geht das hier noch? Die Besitzerin des Live-Girl-Geschäfts fahren finanziell seit der Umbenennung von Dead Girl wesentlich besser. Schau, das ist das Rollschuhgeschäft der Supermarktbekannten Ivana Trump. Und es ist offen. Vielleicht sollen wir auch hier mal einfach reingehen. Ivana Skates. Ja, tatsächlich. Und wo ist sie? Du kannst den Perlenvorhang nicht erreichen. Trotzdem du die Holzkiste schön findest, willst du sie nicht für das ganze restliche Spiel mit dir rumtragen. Du befindest dich innerhalb des einzigen offenen Geschäfts entlang der Strandpromenade. Du wunderst dich, wieso das Geschäft nicht an der Geburtstagsfeier von Donald Trump teilnimmt. Es ist zu viel Einfluss von Donald Trump hier drin. Aufgrund der vielen in den Gestellen aufgereihten Rollschuhe kannst du ziemlich sicher sein, dass dieses Geschäft Rollschuhe vermietet. Das Poster macht Werbung für Rollschuhe. Geruchsfresser? Was ist denn das? Nuclear Blades für Leute, die wirklich schnell gehen wollen. Über den Landtisch gehen die schnellsten. Okay. Oh! Hallöchen. Hallo, Süßer, sagt die ältere Frau hinter dem Ladentisch. Willkommen in Skates, ETC. Ich bin Ihre Bedienung, Ivana Trump. Hallöchen, Ivana. Hallo, sagst du. Ich möchte Rollschuhe mieten. Eine gute Idee. Sie sind am richtigen Ort. Meine Mietgebühren sind sehr angemessen, aber ärgern wir uns uns im Moment nicht mit solchen Details rum. Wenn Sie zurückkommen, berechne ich den Preis aufgrund der Minuten, die Sie wirklich gelaufen sind. Aber zuerst brauche ich noch ein kleines Pfand für eine solch wertvolle Ware, sagt sie, während sie dich mustert. Sagen wir, $250, okay? Ich besitze kein Geld, sagst du. Oh. Gut, dann akzeptiere ich halt weitere dieser verdammten Silber-Dollars aus dem Casino. Ich muss erst im Casino spielen. Okay, mache ich. Oh weh. Und das ist das einzige Geschäft, was jetzt hier offen hat. Sehe ich das richtig? Ich glaube, da hinten geht er schneller. Dieser Laden, wenn du eine besondere CD haben willst, die haben wirklich besonderen Schnitt. Ist überhaupt ein anderer Laden auf? Nein, auf einem kleinen Schildchen in der Nähe des Eingangs liest du zu Ehren des Geburtstages des Donald geschlossen. Du hattest keine Ahnung, dass Donald Trumps Geburtstag ein lokaler Feiertag ist. Wenn er das nicht gewesen wäre, dann hätte Donald Trump ihn mit Sicherheit dazu gemacht. Gut, wir gehen jetzt einmal zurück. Oh nein, sag mir jetzt nicht, ich muss alle Bilder wieder zurücklaufen. Das wäre wirklich viel. Ja. Oh, das ist gemein. Normalerweise bei diesen alten Spielen geht man immer 5 Minuten in eine Richtung, geht dann ein Screen zurück und ist dann direkt wieder am Ausgangspunkt. Aber gut, haben wir jetzt hier nicht. Ich bin fast so schnell wie der hier vorne mit Rollschuhen. So, ich glaube jetzt ein Screen noch und dann müssten wir jetzt noch an. Genau, und jetzt im nächsten, hoppla, müssten wir dann wieder im Casino sein. Und ja, dann würde ich sagen, spielen wir da aber erstmal ein bisschen. Wir brauchen ja Geld. Mit wem wolltest du sprechen? Na, mit dem Türsteher. Hallo, Junge, wollen Sie etwas gewinnen?
Erraten Sie die Nummer, die ich mir gemerkt habe. Sie können 10 Silberdollars gewinnen. Okay. Ja. Gibt's halt keinen Türsteher. Halt, Moment. Komm ich so rein? Ja, komm ich. Okay, das erinnert mich jetzt ein bisschen an Larry 7 auf dem Schiff in dem Casino. Wo müssen wir denn jetzt hier hin? Muss ich mich jetzt hier mit irgendjemandem speziell unterhalten oder einfach nur spielen? Gut, der Spieler führt eine kurze, für dich aber wichtige Unterhaltung. Kann ich Luftballons in den Schwade? Larry, sie ist nur eine Statue. Okay. Also ich kann mich mit niemandem unterhalten. Du hast keine Silberdollars, mit denen du spielen kannst. Ach du Scheiße. Moment, heißt das, dass ich erst draußen mit der da wetten muss, bevor ich mich hier überhaupt an Spielen bewegen kann? Was ist das da hinten? Komme ich da weiter? Ja, was ist das? $25, das ist der Rundpreis und du kriegst es nicht für weniger. Na super, was ist das hier? Oh ja, genau. Es wird dich rausschmeißen, wenn du siehst. Auf der Bühne spielt sich die Action ab. Der Ballraum ist voller Leute, alles Männer. Wo sind die Frauen, fragst du dich. Oh oh. Eine Strip-Show im Casino. Okay, was ist da? Nichts. Oh, Mano. Okay, kann ich hier sonst irgendwo hin? Nein. Ach nee, das ist eine Sackgasse. Hier vorne vielleicht? Was macht der da? Pinkelt der da in den Bottich oder was macht der da? Alle diese Spieler sehen aus, als ob sie unter einem Zwang stehen würden. Genau, ich muss weiterspielen, mein Geld. Okay, dann ist, glaube ich, hier vorne die Frau dann. Ja, aber wie errate ich das denn jetzt? Soll ich mich ausziehen? Nachdem du dich vergewissert hast, dass niemand zuschaut, bringst du schlauerweise deine Kleider in Ordnung. Hey, ich stehe zwar an einer Straßenecke, bin aber kein solches Mädchen. Soll ich meinen Freund, den Rausschmeißer, rufen? Ja, mach mal. Dann haben wir drinnen freie Bahn. Was mache ich denn jetzt hier? Es scheint, als ob die Aerodog Goldcard und die Casino-Begrüßung nicht miteinander funktionieren würden. Moment, was war das? Tja. Freunde, ihr habt keine Ahnung. Wir sind in Atlantic City am Trump Casino und ich brauche Geld. Und zwar ganz viel davon. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure kleine Hilfestellung in den Kommentaren und ich freue mich, wenn wir uns dann hier mit der nächsten Folge alle wieder zusammensehen. Macht's gut, schönen Abend noch in RWB 18. Adieu.